Hallo zusammen, in diesem Video soll es um den trimodalen Ansatz gehen. Was wir darunter verstehen können und wie sich dieser auszeichnet, siehst du nach dem Intro. Viel Spaß! Den trimodalen Ansatz nach Schuler findet man in der Eignungsdiagnostik wieder. Diese ist ein Sammelbegriff für Verfahren, die als Ziel die Erfassung von Kompetenzen und Verhaltenstendenzen mit dem Fokus auf berufliche Tätigkeiten haben. Kurz und knapp formuliert, passt ein Bewerber oder passt er nicht? Der trimodale Ansatz hat das Ziel, dem Auswählenden, in der Regel ein Personaler, die größtmögliche Treffsicherheit bei der Auswahl der Bewerber zu bieten. Dazu werden unterschiedliche Auswahlverfahren systematisch kombiniert. Was sich dahinter verbirgt, betrachten wir später. Mithilfe des trimodalen Ansatzes sollen Bewerber aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Dafür stellen sich folgende Fragen: Über welche Eigenschaften verfügt der Bewerber? Wie verhält sich der Bewerber? Und welche Erfahrung hat der Bewerber bereits in der Vergangenheit gesammelt? Um Antworten auf die erste Frage zu den Eigenschaften zu erhalten, werden in der Praxis eigenschaftsorientierte Verfahren genutzt. Dazu zählen beispielsweise Intelligenz-, Persönlichkeits-, Interessens- und Leistungstests. Das Verhalten wird mit simulationsorientierten Verfahren ermittelt, wozu unter anderem Arbeitsproben, Präsentationen, Rollenspiele und Postkorbübungen genutzt werden. Bleibt noch die Frage zu bisherigen Ergebnissen. Dazu nutzt man biografieorientierte Verfahren. Ganz klassisch dazu zählen kann man den Lebenslauf, aber auch biografische Fragebögen oder biografische Interviews. Der trimodale Ansatz gehört übrigens auch zu der Gruppe der multimodalen Verfahren. Du kennst vermutlich ein ganz klassisches Beispiel, das Assessment Center. Beim Assessment Center werden mehrere Kandidaten von mehreren geschulten Beobachtern in einer Vielzahl von Übungen und Tests nach festgelegten Kriterien beurteilt. Eventuell hast du dich schon mal gefragt, wozu diese Vielzahl an Übungen überhaupt notwendig ist. Wir hoffen, diese Frage kannst du nach diesem Video nun selber beantworten. Falls nicht, lass uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat oder dich beim Lernen unterstützt hat, lass uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.